Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ehemalige Flaggschiff des deutschen Premium-Journalismus hat jetzt Schlagseite, deutlich nach links. Und wir reden darüber, warum das jetzt so dramatisch ist und von wem die 36 Millionen kassiert haben. Und dass so etwas ohne Gegenleistung wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Ja, mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist, und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr alles rund um das, was in Deutschland Schlagzeilen macht, über die Dinge, die man in Deutschland gerne mal verschweigt und große Medienhäuser wie die FAZ oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht erst anpacken, weil das sind die legendären heißen Kartoffeln, an denen man sich die Finger verbrennen könnte oder mögliche Auftraggeber, Geldgeber, Investoren, Sponsoren, Unterstützer verlieren würde. Und genau das ist jetzt passiert, oder es steht im Raum, denn aufgrund einer kleinen Anfrage der AfD kam jetzt raus, die FAZ hat Geld bekommen, und zwar nicht wenig. 36 Millionen Euro, das ist viel Geld, da muss eine alte Frau lang für stricken. Und wofür? Das stellt man jetzt in den Raum, denn das Geld kam vom Auswärtigen Amt. Auswärtiges Amt, das ist nichts anderes als das Außenministerium. Das ist das Ministerium, was derzeit noch von Annalena Baerbock kontrolliert und dirigiert wird. Und wir wissen, dass unsere Außenministerin, die sich gerne nach außen klamourös zeigt, nicht nur Geld für Fotografen ausgibt und hübsche Bilder, sondern offensichtlich auch für gut gemeinte Stimmung. Das Geld ging aber jetzt nicht direkt an die FAZ, sondern an die FAZ-Stiftung. Und zwar geht das jetzt auch nicht erst seit der Ära Baerbock so, sondern sie hat die liebgewordene Tradition lediglich fortgesetzt. Seit 2014 erhielt die FAZ-Stiftung Fazit vom Auswärtigen Amt insgesamt 36 Millionen Euro. Über eine Tochterfirma vertreibt die Stiftung eine Webseite für eben diese Behörde. Jetzt fragt man sich, wo man doch die Deutsche Welle hat, wo wir 10 Milliarden an öffentlichen Geldern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Wieso müssen nochmal 36 Millionen investiert werden, damit sich das Auswärtige Amt, also das Außenministerium, weltweit klamourös darstellt? Und wie kann man 36 Millionen Euro in einer Webseite versenken? Nun, Tichys Einblicke hat die Informationen von der AfD erhalten und zusammengefasst. Ich danke da den Kollegen, die diese Arbeit auf sich genommen haben. Auf der 2022 aufgesetzten Webseite gibt es Informationen zum Thema Arbeiten und Studieren in Deutschland, aber auch Artikel über aktuelle Politik oder Kultur. Bleiben wir doch mal bei dem Thema aktuelle Politik, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ein altes deutsches Sprichwort. Wenn ich 36 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt zum Betreiben eben dieser Seite bekomme, wie brutal gehe ich wohl mit der Politik unserer Außenministerin um? Sollte man sich einfach mal fragen. Die Fazit-Stiftung wurde 1959 gegründet und soll die unternehmerische Unabhängigkeit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sichern. Sie hält 93,7% der Anteile an der FAZ GmbH, der Firma hinter der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jener Tageszeitung, die in Deutschland im Grunde genommen als die Tageszeitung gilt, so ähnlich wie The Times in England oder die New York Times bzw. die Washington Post. In Deutschland gibt es vergleichbar bestenfalls noch das ohnehin linksorientierte Zeitschriftenblatt, die Süddeutsche. Außerdem bietet die Fazit-Stiftung Stipendien für Nachwuchsjournalisten sowie Stipendien und Druckkostenzuschüsse für Promotionen an, also Werbung. Und wenn man jetzt hier überlegt, es werden Stipendien vergeben an Nachwuchsjournalisten, dann darf es einen nicht wundern, dass auch sehr viele Nachwuchsjournalisten bekennend linksorientiert sind, wie neueste Studien wieder mal dokumentiert haben. Die Fazit Communication GmbH wurde 2017 gegründet. Man merkt, hier gibt es ein Firmenkonvolut. Nach eigener Aussage ist die GmbH ein unabhängig agierender Teil der FAZ-Gruppe, die der gemeinnützigen Fazit-Stiftung gehört. Die Firma
bietet unter anderem Podcasts, Webseitenentwicklung und Entwicklung von Social-Media-Auftritten zu den Themen Globalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheitspolitik an. Ist also ein ideales Füllhorn und Sprachrohr für die linkssoziale Politik der im Augenblick noch aktiven Fußgängerampelregierung, die wir ja noch mit begrenzter Zeit haben. Das heißt nichts anderes. Wir wissen, unsere Außenministerin hat aktuell ein Verfallsdatum und wird bis Ende Februar noch offiziell im Amt sein, danach vielleicht noch eine Übergangszeit kommissarisch bzw. geschäftsführend. Was wir aber im Auge behalten müssen und werden für euch, das verspreche ich euch, ist die Tatsache, dass wir mal schauen, inwieweit die Berichterstattung der FAZ sich vielleicht dann doch wohlwollend mit den Pleiten, Pech und Pannen der aktuellen Regierung auseinandersetzt. Denn genau da liegt der Hase nicht nur im Pfeffer, sondern offiziell zwischen den Druckwalzen. Denn die FAZ ist eine Medienmacht. Denn für viele gilt sie immer noch als das journalistische Bollwerk. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, dass man valide Informationen transportieren will, dann war die FAZ immer erste Wahl über viele Jahrzehnte. Doch mittlerweile verkommt sie mehr und mehr zur Hofberichterstattung bzw. zum Erfüllungsjournalismus für die Regierenden. Und das geht in dieselbe Kerbe und das verlinke ich euch auch. Das findet ihr bei uns auf dem Kanal. Deswegen bitte wirklich abonnieren. Das ist für uns ein Schritt in Richtung 20.000 Abonnenten. Für euch der Schritt zu mehr Informationen. Denn ihr wisst ja, Faktenchecker, das sind jene guten Journalisten in guten Agenturen, die bewerten, ob Artikel weniger gut geschrieben sind. Und eines der deutschen Flaggschiffe, das auch hier von der Bundesrepublik Deutschland mit sehr hohen Beträgen subventioniert wird, ist Korrektiv. Was sagt ihr dazu, dass die Geschäftsführerin von Korrektiv seit heute mit wehenden Fahnen ins Lager von Robert Habeck gewechselt ist und dort den Wahlkampf von unserem Möchtegern-Kanzler und immerhin Kanzlerkandidaten managen wird? Ja, das sind die Verbindungen, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte, denn das heißt nichts anderes, als dass wir hier Querverbindungen haben, die offensichtlich sind, die ganz klar zeigen, dass wir eine Mainstream-orientierte Hofberichterstattung haben, dass wir einen Hauptstadtjournalismus haben, der sehr gönnerhaft mit den im Moment an der Macht Befindlichen umgeht. Das haben wir nicht erst seit letztem Sonntag gesehen, als Karin Mioska unseren Bundeskanzler den roten Teppich ausgerollt hat und ihm zum Schaulaufen eingeladen hat, nachdem dieser die Mehrheit und seine Ampel verloren hat. Und wir erleben es auch, wenn das ZDF sich jetzt gerichtlich damit auseinandersetzen muss, dass man verloren hat und eben nicht mehr fabulieren darf, was einem Korrektiv im Rahmen der mittlerweile auch verbotenen Wannsee-Konferenz, Märchenerzählung und Dichtung vorgesetzt hat. Die Entschuldigung vom ZDF, immerhin ausgestattet mit 10 Milliarden Euro pro Jahr an Zwangsgebühren, die ihr alle zahlt. Das ZDF hat gesagt, man habe keine Zeit gehabt, die Informationen zu verifizieren und hat sie einfach mal gebracht. Auch zwischenzeitlich, als man gewusst hat, dass man falsch lag, hat man sie publiziert gelassen, bis das Gericht einen dazu getrieben hat. Man möge sie bitte von dieser Seite nehmen. Ihr seht, es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, was meine Kollegen in den strukturierten Mainstream-Medien, die ganz klar orientiert und ausgerichtet sind, oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Und hier und auch da drüben findet ihr wertvolle Anregungen für weitere Berichte aus unserer Schmiede. Schaut sie euch an, bildet euch selber ein Urteil. Wir freuen uns, wenn ihr in Zukunft dabei seid, hier bei uns im Habitat, dem Lebensraum Deutschland. Denn für uns ist er wichtig und erhaltens- und pflegenswert. In diesem Sinne, passt auf euch auf, schau von neu, euer Chris.